Was hast du getan? Laguna, ich verspreche es, es ist nicht so, wie du denkst. Es sieht aber ganz danach aus, als hätte Gil Lorna zum Finsternis- und Blütenprachtball eingeladen. Okay, also ist es wohl doch, wie es aussieht. Oh, Laguna, ich kann alles erklären. Nicht nötig. Ich bin extra früher aus Madrid gekommen, um dich heute Abend zu überraschen. Und was sehe ich mit eigenen Augen? Du bist mit einem anderen Mädchen verabredet. Ich gehe sofort. Laguna! Die Leichenblume. Sie beginnt soeben zu blühen. Das letzte Mal vor 1300 Jahren. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht so abläuft wie beim letzten Mal, als ich sie habe blühen sehen. Diese Pflanze stank erbärmlich. Laguna. Ich bin nur als Freund mit Lorna zum Tanz gegangen. Also als Freund. Finn hat sich von ihr getrennt und, naja, sie brauchte jemanden, der ihren Tag aufgeistert. Verstehst du? Das war sehr lieb von dir. Tut mir leid, dass ich vor allem eine Szene gemacht habe. Ich hatte mir eben vorgestellt, wie dieser Abend mit dir sein könnte. Meine Überraschung, wie wir uns umarmen und wie wir uns zusammen ansehen, wie die Leichenblume blüht. Oh, meine Güte, die Leichenblume blüht. Gil, wir verpassen es. Ich bin aber viel lieber hier mit dir allein. Oh, Gil, komm schon. Die Blüte öffnet sich. Wow, abgefahren. Oh, wie spannend. Was kommt denn da heraus? Oh. Oder irgendjemand? Oh. Ist ein Monstermädchen. Das ist nicht irgendein Monstermädchen. Willkommen an der Monster High. Du bist unser Ehrengast. Das ist Amanita Nightshade. Eine Party nur für mich? Muss doch nicht sein. Obwohl, wenn ich's recht bedenke, muss es doch sein. Ich bin was ganz Besonderes. Es ist Clear the Night. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Ihr kennt euch? Sagen wir es so, Clear und ich haben Gemeinsamkeiten. Wir waren Gruftkameradinnen, aber vor Jahrhunderten. Wörtlich gemeint. Das ist eine monsterlange Geschichte. Cleo, ach du Ärmste, immer noch ein Mauerblümchen. Bist du etwa ohne Begleitung hier? Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das ist mein Freund Deuce. Oh, Hallöchen, Schlangenjunge. Hallo. Cleo, ich kann ihn mir doch für einen Tanz kurz ausleihen. Dir hat es doch nie etwas ausgemacht zu teilen, was dir gehört. Oh, Cleo, sag, was ich tun soll. Darf ich um diesen Tanz bitten? Und um jeden Tanz, der noch kommt? Aber natürlich. Fröhlichen Ball, mein lieber Gil. Ein neues Schuljahr an der Schule. Ihr wisst ja auch, was das heißt. Neue Jahrbücher! Cleo, du siehst monstermäßig auf diesem Bild aus. Und ich sehe monsterkrass gut auf diesem Bild aus. Oh, du hast ja von mir gesprochen. Ich stell das mal online. Nen fröhlichen Jahrbuchtag. Hä? Wer ist das? Hi, das ist aber gut geworden. Wieso hast du das getan? Oh, entschuldigt. Ich liebe es einfach, mich auf Fotos zu schummeln. Mein Name ist Lorna, Lorna McNessy. Oh, dann bist du eine der neuen Monster-Graustausch-Schülerinnen und du kommst vom Seeloch Ness in den Freightlands von Schrottland. Von meinem Vater habt ihr sicher gehört, die Monster von Loch Ness. Sie haben uns wieder erschreckt, Miss McNessy. Naja, einer muss euch zwei doch an die Flossen nehmen. Ah, da ist der allerliebste und allerbeste Vater der Welt, den sich ein Monstermädchen vorstellen kann. Nicht, dass du an die Oberfläche schwimmst, Schatz. Aber du warst doch schon oft oben. Und ich hätte das wohl lieber unterlassen sollen. Du weißt, wie viel Ärger uns dieses Foto gebracht hat. Inzwischen ist jeder Normalo von hier bis Glasgow schon am See gewesen und hat versucht, unser Schloss zu finden. Bitte, Dad, du weißt doch, dass ich vorsichtig bin. Hab ich schon gesagt, dass du der Beste bist? Haha, ja, hast du gesagt. Eine Stunde. Oh, danke schön. Aber halte dich ganz weit fern von den Normalos. Von mir haben sie einen guten Eindruck. Ich weiß nicht, warum ich das tat, aber irgendwas an dieser Kamera lockte mich an. Ich musste es tun. Ich musste mich einfach auf das Foto schummeln.
Dieses Foto eroberte die Welt im Sturm und alle wollten wissen, wer dieses Loch Ness-Monster war, das ich ins Bild geschummelt hatte. Haben Sie mich gut getroffen? Der See war überfüllt von Normalos. So entschieden mein Vater und ich, es sei das Beste, eine Weile zu verreisen. Und er entdeckte das Schüler-Graustauschprogramm der Monster High. Und das war meine Chance, die Welt außerhalb des Wassers zu erkunden. Tja, also brachte mich meine aufs Foto-Schummelei an die Monster High. Ich kann einfach nicht widerstehen, es zu tun, Mädels. Nun, dann freuen wir uns, dass wir die Ersten sind, die dich an der Monster High begrüßen und wünschen dir viel Glück an deinem ersten Tag an unserer Schule. Heute ist nicht mein erster Tag. Ich war schon das ganze Schuljahr hier. Na gut. Wir sehen uns. Ich bin dann mal weg. Leute, Lorna sagt die Wahrheit. Buenos dias, chicos y chicas. Hier ist eure Mari. Ich komme mit meinem Videoblog zu euch live aus meinem schönen Monster Pichu. Ich bin diejenige mit den vielen Haaren, den großen Füßen und toller Ausstrahlung. Und heute mache ich mich endlich auf den Weg zu meinem Schülergraustausch an der Monster High. Ich wurde für das Monster-Graustausch-Programm ausgewählt. Ob ich Monster Pichu vermissen werde? Na klar, natürlich. Aber wisst ihr was? Euer keckes Bigfoot-Monster-Mädchen ist immer bereit für ein neues Abenteuer. Meine Yeti-Cousine geht nämlich auch auf die Monster High. Und sie kommt hierher nach Monster Pichu, um mit mir im Zug zur Monster High zu fahren. Hallo, Cousinchen. Ja, hier, Abby. Heute ist mein letzter Tag in Monster Pichu und ich wollte dich so gerne noch herumführen, bevor wir losfahren. Vielleicht können wir noch ein Weilchen spazieren gehen. Hast du jemals einen großartigeren Ort gesehen als Monster Pichu? Ich finde es hier wirklich schön. So viele Bigfoots. Aber jetzt müssen wir dringend zum Bahnhof. Okay, du hast recht. Ich bin bereit für mein Monster-High-Abenteuer. Oh, aber du musst unbedingt noch den Amazonas runtersurfen. Und das ist Gabi und der Angelito. Moment, wo ist Schweinchen Pantalones? Ja, sehr süße Meerschweinchen mit hübschen Namen, aber wir sollten jetzt wirklich losgehen. Hm? Was hältst du von deiner Mari-Frisur? Ganz ehrlich, dort schick, aber jetzt müssen... Ja, wir müssen zum Bahnhof, weiß ich doch. Aber du darfst Monster Pichu nicht verlassen, ohne den herrlichen Dschungel gesehen zu haben. Aber danach Schluss mit dem Affentheater. Vor Spinnenaffen wegzulaufen, ist noch viel mehr als Affentheater. Ich hab doch gesagt, wir kriegen den Zug noch. Kein Problem. Gib's zu, Abby, du hattest Spaß in Monster Pichu. Weißt du was, Cousinchen? Da hast du recht. Mari, für deine Plateauschuhe würde ich sterben. Was soll ich sagen? Ich habe sie einfach ständig an. Oh, hey, wisst ihr vielleicht, wo Abby abgeblieben ist? Ich habe sie seit einer Woche nicht gesehen. Oh, das kann ich euch beantworten. Buenos dias, chicos und chicas. Hier ist eure Freundin Abby Abominable, live aus dem schönen Monster Pichu. Sie hat sich bei uns so wohl gefühlt, dass sie ihren Aufenthalt noch eine Woche verlängert hat. Und falls mich jemand noch nicht kennt, ich bin diejenige mit den vielen Haaren, den normal großen Füßen und der tollen Ausstrahlung. Danke an mein Cousinchen Mari. Letzter Tag, um sich beim Monster High Schüler Graustauschprogramm anzumelden. Nutzt dieses Graustauschprogramm für euch und verbringt ein Schuljahr im Ausland, in einem anderen Land. Wir haben Graustauschschüler aus der ganzen Welt hier, die darauf warten, dass ihr euch anmeldet. Sieh mal, toll, wo wir überall hinfahren könnten. Skaris, Transsilvanien, Sumpfball. Weißt du schon, wo du gern hingehen würdest, Draculaura? Nein, keine Ahnung. Was ist, wenn ich mich für das falsche Land entscheide? Oh, ich stehe monstermäßig unter Druck. Ich habe eine unschlagbare Lösung für dich. Du verbringst dein Graustauschjahr im Himalaya. Im Himalaya? Also ein Argument dafür ist, dass ich endlich mal meine tolle Winterkleidung tragen kann, die ich noch nie anhatte. Aber irgendwas sagt mir, dass ich lieber irgendwo hingehen möchte, wo es temperaturmäßig vielleicht nicht nur kalt und, naja, kalt ist. Vielleicht entscheide ich mich lieber für einen Ort, an dem es viel Kultur und Kunst gibt. Oh, wie wär's denn mit Madrid? Ein Austausch nach Spanien. Oh, sehr lehrreich. Entschuldigen Sie, Senior Drache. Wissen Sie, wie spät es ist? Gut, ich frage jemand anderen. Ich weiß nicht, ob dieser Ort wirklich passend für mich ist. Für mich hört es sich jedenfalls monsterschön an. Ich gehe mich sofort anmelden.
Irland? Ach, ich weiß auch nicht. Gruseltinien? Vielleicht. Dominikanische Republik? Oh, woher soll ich denn wissen, dass ich nicht woanders etwas Tolles verpasse, wenn ich mich für einen Ort entscheide? Warum entscheidest du dich nicht für einen Ort, der ein bisschen von allem bietet? Shibuya in Japan! Es gibt sehr belebte Straßen in ultramodernen Städten. Doch in unseren Zen-Gärten kannst du auch die absolute Stille genießen. Und die Modeszene ist unvergleichbar. Das erlebst du nirgendwo. Oh, das ist fantastisch! Es hört sich an wie ein Traum. Außerdem ist es der einzige Ort, der jetzt noch übrig geblieben ist. Du hast so lange darüber nachgedacht, wo du hin willst, dass inzwischen der Tag vorbei ist. Es ist schon Abend, Liebes. Oh! Okay, dann also Shibuya in Japan. Ladies and Gentlemonster, willkommen in Shibuya in Japan. Wow! In meiner Vorstellung war Shibuya wirklich perfekt. Aber jetzt, da ich endlich hier bin... Was, wenn dieser Ort nicht zu mir passt? Was, wenn mich niemand hier mag? Was, wenn es die falsche Entscheidung gewesen ist? Konnichiwa! Ich glaube, mir wird es hier in Shibuya sehr gut gefallen. Ein wunderbarer Sprung, Laguna. Ich kann nicht glauben, dass das mein letztes Training vor meinem Schülergraustausch ist. Es wird bestimmt monster cool in der Schule in Madrid. Aber ich werde euch bestimmt alle sehr vermissen. Besonders Gil. Diese neue Lorna hat alle Flossen voll zu tun, wenn sie dich ersetzen will. Hey, Gil, gehst du heute Nachmittag mit mir shoppen? Gil, du hattest mir doch versprochen, dass du mir bei dieser Sache hilfst. Ah ja, diese Sache, ist das okay? Aber natürlich. Danke für dein Verständnis, Laguna. Wow, Gil und Lorna hängen die ganze Zeit zusammen rum und du bist damit einverstanden? Wieso denn auch nicht? Ich wäre eifersüchtig, ziemlich eifersüchtig. Ich wäre super, mega, monsterkrass eifersüchtig ungefähr. Ich hab's verstanden, Serena. Was? Und? Bist du eifersüchtig? Natürlich bin ich eifersüchtig. Tut mir leid. Naja, Gils Eltern wären wahrscheinlich erfreut, wenn er sich von mir trennt und sich mit Süßwasser Lorna trifft. Wieso sprichst du ihn nicht drauf an? Weil er dann denken würde, dass ich ihm nicht vertraue. Aber das tue ich. Oder doch nicht? Ich glaube, wir sollten ihn folgen. Meinst du nicht? Oh ja, allerdings. Überhaupt nicht verstehen, was sie sagen. Es ist mir egal, ob wir aus verschiedenen Welten stammen. Wir gehören doch zusammen. Oh, oh. Ah. Oh, Laguna. Serena. Gil. Serena. Was habt ihr denn hier zu Laguna suchen? Laguna weiß genau Bescheid, was hier vor sich geht. Laguna weiß über Finn Bescheid? Ja, richtig. Wer ist Finn? Lornas Salzwasserfreund. Ui, cool. Ja, Finn, hi. Hi, Finn. Finn ist ein Salzwassermeermann und ich stamme aus dem Süßwasser. Genau wie Gil und ich. Er wollte mit dir proben, wie du es am besten deinen Eltern mitteilst. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es meinem Vater sagen soll. Entschuldige, dass ich dir Gil so lange weggenommen habe. Ist doch schon vergessen. Also, weshalb seid ihr denn hier unten? Ich wollte dir unbedingt das geben, damit du mich nicht vergisst. Oh, Finn, wenn es mit Gil und Laguna funktioniert, geht es bei uns bestimmt auch gut. Lassen wir die beiden allein. Oh, Gil, ich wünschte, du könntest sehen, wie schön es an der Don Quixote ist. Diese Schule ist einfach monsterhaft cool. Ich wusste, es würde dir dort gefallen. Ja, aber ich vermisse dich auch so. Ich vermisse dich auch, Laguna. Aber hey, mit dieser Muschel kann ich mich immer an dich erinnern. Okay, Cleo, Wahrheit oder Wagnis? Wie wär's denn mit Wagnis? Hallo, Cleo. Einen solchen Schreck habe ich nicht erwartet. Was macht sie in aller Welt hier? Ich habe Amanita eingeladen, weil ich weiß, wie schwer es ist, ein neues Monster an der Schule zu sein. Ist schon lange her.
Sagt mal, woher kennt ihr zwei euch? Wir haben eine Vorgeschichte. Draculaura, deine Outfits sind zum Sterben schön. Lass mich ein paar davon ausleihen. Du kannst von Glück reden, wenn du sie je wieder siehst. Oh, du könntest Model werden. Danke, aber ich bin schon Model hier. Ich habe immer ein paar aktuelle Fotos aus meiner Mappe dabei für Fans. Das ist meine Handtasche. Amanita, wir spielen gerade Wahrheit oder Wagnis. Oh, ich nehme... Wahrheit. Sag uns, woher ihr beide euch kennt. Oh, da müssen wir ganz weit zurückgehen. Stimmt's, Cleo? Da ich nur einmal alle 1300 Jahre aufblühe, bin ich wirklich etwas ganz Besonderes. Eure Königin ist angekommen. Hey, soll das eine Verbeugung sein? Jetzt legt euch mal ins Zeug. Ihr Untertan habt ein solches Glück. Ihr habt das Privileg, den ganzen Tag lang meine Schönheit zu genießen. Es ist nicht fair, dass es nicht eine einzige reflektierende Oberfläche gibt, in der ich mich spiegeln kann. In diesem Moment erkannten die Dorfbewohner, dass ich viel zu selten und besonders war, um mich für sich selbst zu behalten. Und so wurde ich der Denial-Familie geschenkt. Meine Familie saß in unserem eigenen Grabmal fest. Ich gebe zu, es war ein wenig langweilig, bis Amanita bei uns aufblühte. Ich liebe dieses Outfit. Das musst du mir einfach ausleihen. Und dann hat sie es sich ausgeliehen. Zusammen mit allen anderen Sachen. Und dann borg ich mir noch das und auch das und das und das. Ich habe mir ein paar Haarklammern geliehen. Ein Monster braucht seinen Schönheitsschlaf. Aber das... war nicht einmal das Schlimmste, was passiert ist. Dieses öde Grab. Mal sehen, ob ich einen Fluchtplan ausarbeiten kann. Amanita, du hast einen Ausweg gefunden. Hol Hilfe. Ich werde jetzt Hilfe holen. Hey, ich werde mir das hier noch ausborgen. Es war nett von Amanita, Hilfe zu holen. Bis auf die Tatsache, dass sie nie zurückgekehrt ist. Ja, mein Fehler. Ja, ich glaube daran, dass sich Monster ändern können. Cleo, Wahrheit oder Wagnis? Nimm Wagnis. Wagnis. Ich fordere dich heraus, dass du mit Amanita klarkommen musst. Na schön. Fantastisch. Und was ist mit dir, Amanita? Amanita? Meine Kleidung! Amanita hat alles mitgenommen! Nur geborgt. Ja, so macht sie das. Ich finde den Frühling so schön. Das Beste daran ist, dass wir uns coole neue Kleider für den Finsternis- und Blütenprachtball nähen. Trimons Trifee! Ich liebe das Kleid. Aber es sehe noch viel besser aus, wenn meine Haare nicht so monsterhaft wären. Wenn hier jemand was an seinem Äußeren verändern muss, dann bin ich es. Sieh dir bitte mal an, wie lang mein Drachenschwanz ist. Meine Ohren sind überhaupt nicht spitz genug. Ich wünschte, meine Gesichtsfarbe wäre grüner. Seht doch mich an. Nicht einen Pickel. Ein perfektes, symmetrisches Gesicht. Ich bin einfach viel zu schön. Silencio! Marisol, du hast uns erschreckt. Wartet erst mal ab, wie sehr ich euch erschrecken kann, wenn ihr nicht aufhört, solche negativen Dinge über euch zu sagen. Hast du denn noch nie etwas an deinem Aussehen ändern wollen? Oh ja, bei uns in Monster Pichu habe ich mich durchaus geschämt für die Größe meiner Füße. Ich konnte den Anblick meiner Füße nicht ertragen und ich wollte auch nicht, dass jemand anderer sie sieht. Ganz besonders nicht. Oh, Sam Squatch. Damals habe ich wirklich alles getan, um meine Füße vor den anderen Bigfoot zu verstecken. Es war ein wahrer Fußalbtraum für mich, bis ich eines Abends die perfekte Lösung für mein Problem gefunden hatte. Den Tutsinator! Mit Garantie darauf, dass deine Füße noch drei Größen größer werden können. Du meinst, es war dir peinlich, dass deine Füße zu klein waren? Was dachtest du denn? Ich hatte die kleinsten Füße im ganzen Dorf. Der Tutsinator kostete mich all meine Ersparnisse, die ich in der Meerschweinchenbank angelegt hatte. Aber er kam genau richtig zum Monster Pichu Dschungeltanzfest. Alle waren dort. Natürlich auch Sam Squatch. Ich glaube, er hat funktioniert. Alles okay mit dir? Si. Bueno. Oh, möchtest du tanzen? Ah, ja, ja. Sie, natürlich. Da wurde mir klar, dass Sam Squatch die Größe meiner Füße egal war. Was für ein Glück. Er mochte mich so, wie ich bin. Aha, wie dumm von mir, etwas ändern zu wollen, das zu mir gehört.
Also, von diesem Moment an beschloss ich, alles das zu lieben, was zu mir gehört. Denk darüber ruhig nach, vor allem, wenn ihr wieder in den Spiegel guckt. Hey, danke für das Gespräch gestern, Mari. Es ist wahrscheinlich ab und an mal nötig, dass uns jemand daran erinnert, dass die Monster High ein Ort für alle monstermäßigen Macken ist. Naja, für die meisten Macken. Oh, habt ihr schon gehört? Riesenfüße sind sowas von in diesem Jahr. Als Blattgott uns erlaubt hat, den Finsternis- und Blütenprachtball im Garten abzuhalten, war mir überhaupt nicht klar, dass das bedeutet, wir sollen im Garten tatsächlich arbeiten. Komm schon, Cleo, ist doch nicht so schlimm. Sieh dich doch mal um, wie die Blumen alle glücklich machen. Vorsicht, Lorna. Das ist die seltenste Pflanze im ganzen Garten. Sie heißt Leichenblume und sie blüht nur alle 1300 Jahre. Heute Abend feiern wir deshalb den Finsternis- und Blütenprachtball. Ach, ich wünschte nur, Laguna wäre auch hier. Ja, stimmt. Sie ist immer noch in Madrid. Oh, Gil. Ich weiß, wie es dir geht. Ich vermisse auch meinen Freund in Schrottland. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Ich muss jetzt gehen. Lorna. Eine Nachricht von Lornas Freund. Er hat sich von Lorna getrennt. Nein, was sollen wir tun? Auf keinen Fall sollte ein Monster Trübsal blasen. Wir müssen den Ball veranstalten. Und wir sollten dafür sorgen, dass Lorna heute Abend Monster viel Spaß hat. Operation, wir helfen unserer Nessie-Freundin, kann beginnen. Hey Lorna, was du jetzt am dringendsten brauchst, ist eine intensive Zeit mit deinen Monsterfreundinnen. Und deinem Gil-Freund. Ich komme aber nicht raus. Das ist wirklich schrecklich. Lorna, wir sind alle hier und haben den ultimativen Herzschmerz-Reparierwagen dabei. Mit extra Vital-Make-up, 4 Jahresausgaben des Monster-Magazins und dem größten Eisbecher, den man in kurzer Zeit zusammenstellen konnte. Nein, danke. Oh nein, wir werden bestimmt noch den Ball verpassen. Darf ich es mal versuchen? Lorna, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Heute ist doch der Ball und ich dachte, vielleicht möchtest du mich ja gerne begleiten. Wir sind doch gute Freunde. Du bist ja so süß, Gil. Laguna hat großes Glück. Ich gehe gerne mit dir zum Tanz, mein Freund. Aber ich habe gar nichts zum Anziehen. Das machen wir nicht leichter als das. Hey, und diesen Tanzschritt nenne ich den Seeschnecken-Slide. Oh, Gil. Danke, dass du mich überredet hast, mit dir auszugehen. Es hilft, hier zu sein, bei meinen Freunden. Und wir können vielleicht sogar die Leichenblume blühen sehen. Oh ja. Aber hey, soll ich euch mal was sagen? Ich habe vor Ewigkeiten mal eine blühen sehen und ich versichere euch, sie stinkt. Oh, sei doch keine Ballverderberin. Die Leichenblume soll eine der schönsten Blüten der Welt tragen. Ich ärgere mich nur, dass Laguna nicht hier... Gil? Was soll denn das heißen? Na, wer kommt hier direkt aus Shibuya? Monster High, 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 Monster High